Hey, herzlich willkommen zurück zu einem kleinen GTA-Video heute. Und zwar möchte ich euch kurz was zeigen. Da. Hier sitzt ein fremder Typ an meinem PC. Ja, ein Fremder. Der lässt sich nicht bewegen, gar nichts. Der sitzt da rum und guckt sich Pornos an, nehme ich an. Keine Ahnung, was der da macht. Ich bin alleine in der Session da oben. Also es ist auch kein Kumpel oder was, ich will ja niemanden trollen. Ja, das war vor 2 Tagen schon mal so. Da bin ich auch ins Büro gekommen, bumm, saß da ein Typ. Ich blende das mal ganz kurz ein hier oben links. Was soll das, Rockstar? Warum sitzt da ein fremder Typ in meiner Wohnung? Ich habe für die Bude Hunderttausende von Dollar bezahlt und dann sitzt ein fremder Typ in meiner Bude. Im Internet steht auch nichts Richtiges, habe ich nichts gefunden, was irgendwie darauf hindeuten könnte. Einer hatte behauptet, dass das sich um ein Fragment aus dem Banküberfall handeln soll. Also quasi, das ist so einer, der Typ, der plant die ganze Geschichte. So wie der Lester quasi in den im Offline-Modus. Ich kann das jetzt nicht bestätigen oder irgendwas. Ich weiß nur, dass hier ein fremder Typ in meinem Büro sitzt, in meinem schweineteuren Büro, an meinem schweineteuren PC und sich da ein, daraus rummehrt. Was macht er denn da eigentlich, genau? Man weiß es nicht. Er hat keine Tastatur. Ach so, Fingerübung, ja. Schön. Das ist allerdings auch nicht immer so. Ich bin vorhin in die Bude reingekommen. Da war kein Mensch an meinem PC. Also das ist sporadisch, taucht er auf und ist wieder weg. Lässt hier sein Feuerzeug liegen da und seine Mappe. Ja gut, das soll es an der Stelle aus mal gewesen sein. Ich wollte es nur mal ganz kurz zeigen. Wer dazu Informationen hat, kann das gerne mal in die Kommentare posten. Und ansonsten bin ich raus. Tschüss.